Mein Name ist Axel Scheurer. Ich bin im Studiengang Master of Science an der Handelshochschule Leipzig und dieses Jahr Leiter der HHL Energiekonferenz. Die Arbeit des HHL Energy Clubs besteht im Wesentlichen darin, einen Kontakt zwischen Studenten und Wirtschaftsvertretern sowie Wissenschaft und Politikern im Bereich und mit Interesse an der Energiewirtschaft zu schaffen. Ich bin im Energy Club, weil ich gerne was bewegen möchte. Ich möchte etwas organisieren, ich möchte Studenten und Unternehmen zusammenbringen. Gleichzeitig möchte ich auch etwas Neues anstoßen. Also ich möchte in die Richtung Energie informieren, ich möchte da einen Mehrwert schaffen. Und ich sehe da im Energy Club eine ganz tolle Möglichkeit, was zu machen. My motivation to join the Energy Club here at HHL was really to get myself involved with the persons who are interested in the energy sector in Germany, and to really try and drive this energy conference to success. Wir fördern die HHL Energiekonferenz, weil hier interessante Absolventen der unterschiedlichen Universitäten in Deutschland zusammenkommen, die ein hochaktuelles Thema diskutieren und uns einen Erfahrungsaustausch ermöglichen und Impulse auch für unsere eigene zukünftige Entwicklung geben. Die Energiekonferenz auf der HHL entspricht genau den Themen, die wir auch als Unternehmen unser Bereich Infrastructures and Cities adressieren. Und es ist für uns immer wichtig, den Nachwuchs da entsprechend in die Themen schon frühzeitig mitzunehmen. Denn ich denke, die hier Studierenden sind diejenigen, die in der Zukunft auch die technischen Anforderungen lösen müssen. Ja, Energie ist ein spannendes Thema, aber natürlich auch ein Thema, wo man erstmal erklären muss, wo man viel darüber diskutieren muss, was heißt das konkret. Und die Interaktion mit den Studenten, die Diskussion hat mir das schon gezeigt, gibt mir einfach Gelegenheit, für das Thema Energie zu werben und auch hoffentlich das Interesse bei dem einen oder anderen zu wecken. Die Energiekonferenz an sich ist für Studenten wegen dem Kontakt zu Unternehmensvertretern interessant, aber auch wegen der Fallstudie. Es ist natürlich für Studenten eine großartige Chance, ihr im Studium erworbenes Wissen oder auch in Praktika erworbenes Wissen in einem Wettbewerb unter Zeitdruck unter Beweis zu stellen oder auch auszutesten. Die Fallstudie hat natürlich einen Energiehintergrund und ist in ihrer Bearbeitungsdauer zeitlich begrenzt. Es geht also darum, mit wenig Zeit die richtigen Entscheidungen für die Ergebnisse zu treffen und am Ende dann eine Teamleistung zu präsentieren, die man so natürlich im Studium in so kurzer Zeit nicht abgefragt wird. Ich fand es eine sehr gelungene Veranstaltung. Also mir hat es sehr gut gefallen. Grandioses Event. Ich fand, es war super interessant. Ich habe persönlich sehr viel mitgenommen. Besonders hat mir gefallen die ganzen Vorträge, die Lectures, die sehr interessant waren, die von allen möglichen Richtungen kamen. Also war sehr praxisbezogen und auch die Case Study war sehr herausfordernd, aber auch wirklich sehr interessant. Ich glaube, ich konnte einige Erfahrungen sammeln.